Und nicht nur Open Source, sondern auch Open Community. Denn die Python Community spricht sich explizit für eine tolerante, inklusive und respektvolle Community aus. Willkommen zu unserem Kurzüberblick über die Programmiersprache Python. Wusstest du, dass Python inzwischen eine der meistgenutzten Programmiersprachen ist? Warum das so ist und warum sich Python perfekt für den Einstieg zum Programmieren eignet? Das zeigen wir dir jetzt. Wie ist Python aufgebaut und was macht Python so besonders? Es gibt jede Menge Programmiersprachen da draußen. Wir sehen also, dass die Nutzung von Python in kurzer Zeit eine rasante Entwicklung genommen hat und mit Java inzwischen die meistgenutzte Sprache überhaupt ist. Denn die Prinzipien, denen Python folgt, basieren alle auf dem Zen of Python. Demnach ist zum Beispiel explizit besser als implizit, simple besser als komplex und die Lesbarkeit zählt. Ein Ansatz bei Python ist zum Beispiel, dass Fehler immer mit einer Fehlermeldung kommen. Außer du sagst in deinem Code explizit, dass du das nicht willst. Und die Fehlermeldungen geben dir auch meistens einen Hinweis darauf, was in deinem Code eventuell schiefgelaufen ist. Zum Beispiel, dass du ein Komma vergessen hast. Python hat eine sehr einfache Syntax. Durch das Einhalten dieser simplen Grundprinzipien besticht Python durch eine sehr einfach gehaltene Schreibweise, vor allem im Vergleich mit anderen Programmiersprachen. Neueste Studien zeigen auch, dass nach wie vor eine komplexe Syntax ein erhebliches Hindernis für InformatikanfängerInnen darstellt. Das heißt, das Konzept, das hinter Programmierung steht, ist oftmals gar nicht das Problem, sondern komplizierte Schreibweisen. Python ist also einfacher zu lernen und erfasst dennoch das Grundkonzept einer jeden Programmiersprache. Und wenn man erstmal dieses Grundkonzept verstanden hat, fällt es umso leichter, eine zweite Programmiersprache zu erlernen. Stellen wir das ein bisschen vor, wenn man früher in der Schule Latein gelernt hat, ja, dass man dann jede romanische Sprache leichter lernen kann. Das ist dasselbe Prinzip, oder, Rabea? Ja, genau so. Es gibt inzwischen eine sehr große Python-Community. Denn durch den enormen Beliebtheitszuwachs finden NutzerInnen auch große Unterstützung innerhalb der Python-Community. Sei es durch Hilfeforen wie Stack Overflow, auf der dir ProgrammiererInnen aus aller Welt mit Rat und Tat zur Seite stehen, oder durch sogenannte Libraries oder auch Packages genannt, die die Community selbst schreibt und allen zur Verfügung stellt. Diese Libraries bringen extra Funktionen, die du einfach in deine Entwicklerumgebung importieren und nutzen kannst. Ein Beispiel dafür ist die Library Pandas, mit der du tabellarische Daten bearbeiten kannst, wie zum Beispiel in Excel. Der Unterschied ist, dass Excel bestimmte Limits hat, Pandas ist aber auch für Big Data geeignet. Wenn du noch mehr dazu erfahren willst, dann bleib doch bis zum Schluss. Gerade bei Stack Overflow finde ich es mega cool, dass dir immer in kürzester Zeit geholfen wird und du mit jedem Error, jeder Fehlermeldung dorthin kommen kannst und dir geholfen wird. Durch den großen Support bietet Python außerdem Lösungen in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen der Programmierung an. Über Datenanalyse, Datenverarbeitung, Webentwicklung, künstliche Intelligenz und vieles mehr. In der Infobox findest du einen Link zu weiteren Anwendungsbereichen. Schau doch gerne mal vorbei. Aber jetzt mal ehrlich, eine Sache fehlt doch noch, oder? Python ist natürlich auch Open Source. Hashtag Open Science. Und nicht nur Open Source, sondern auch Open Community. Denn die Python Community spricht sich explizit für eine tolerante, inklusive und respektvolle Community aus. Wer auch immer du bist und welchen Hintergrund du auch hast, die Community heißt dich willkommen. Okay, was nehmen wir also abschließend mit? Python schafft den Sweet Spot zwischen leicht lernbar und mächtig. Wenn du jetzt mit Python durchstarten willst, dann bleib doch einfach bei uns. Hier findest du unseren Screencast, in dem du die Grundlagen von Python kennenlernst und auch selbst mitprogrammieren kannst.
Und dort findest du auch Anwendungsbeispiele für die Library Pandas. Wir hoffen also, dass das Video hilfreich für dich war. Und wenn ja, dann lass doch gerne ein Like und ein Abo für uns da. Ja, also fändest du es gut, wenn ich jetzt zum Beispiel das mit den Errors nehme und das nochmal ein bisschen genauer. Also genau, was du gerade gesagt hast mit dem Komma, das fand ich echt hilfreich. Nur, dass ich in die Kamera gucke. Genau.